Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich für dich ein kleines Q&A vorbereitet zu den Fragen, die ich auf Instagram, Facebook und YouTube bekommen habe. Ja, und die wollte ich dir hier in Videoform einfach beantworten bzw. euch beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist vom Tobi. Welche Skills muss man für das Daytrading mitbringen? Kannst du mir die drei wichtigsten nennen? So, ganz schnell, wie aus der Pistole geschossen, für mich die drei wichtigsten Skills sind Disziplin, Ausdauer und ja, Engagement, nennen wir es mal Engagement, weiterzumachen, weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Das sind jetzt einfach mal ganz schnell gesagt die drei Skills, die wo ich als wichtig betrachte. Ganz einfach. Disziplin, Ausdauer, Durchhaltevermögen und Engagement. Ja. Tobi, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage von der Stefanie. Welche Bücher würdest du empfehlen fürs Trading? Ja, zunächst erstmal Werbung in eigener Sache. Trading, nichts als die Wahrheit, mein Buch, was ich 2018 in den Markt rausgebracht habe. Es ist ein ganz kleines Handbuch mäßig, hat ein paar Seiten. Kannst du bei deinem örtlichen Händler, Buchhandel, auf Thalia, überall online, überall bestellen, ist überall erhältlich. Da wird lediglich erstmal erklärt und gezeigt, ja, was das eigentlich für ein Leben ist und was für Emotionen, also Mindset-Themen du im Trading hast. Und dann siehst du überhaupt, ob das Trading was für dich ist. So, das ist ja das allererste, was man herausfinden sollte. Ob das Trading was für einen ist. Und mit dem Buch kannst du das machen. Und sonst empfehle ich dir nochmal Werbung in eine Sache. Wir haben eine Mr. Volume Academy App. Kannst du im App Store, im Google Store runterladen. Also Mr. Volume Academy einfach eintippen, runterladen, dich registrieren. Und dort habe ich ein Lexikon. In dem Lexikon ist alles kostenlos. Also die App ist kostenlos, alles ist kostenlos. In dem Lexikon habe ich viele Themen über das Thema Trading, Börse, alle mal anschauen. Da kriegst du auch nochmal wirklich sehr, sehr gute Informationen. Da lernst du auch nochmal was dazu. Und dort habe ich auch Buchempfehlungen drin. Kannst du dir auch gerne anschauen. Also hol dir das Lexikon. Und für alle anderen sage ich dir auch ganz ehrlich, an alle Leute, holt euch die App, holt euch das Lexikon. Schaut, die, wo also noch nie was mit dem Trading hatten oder die, wo was damit hatten. Schaut euch einfach die Videos mal an. Kurz und knapp erklärte Informationsvideos. Ja, ohne langes Geschnake wie hier auf YouTube, sagen wir es mal so. Genau, also das kann ich empfehlen. So, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Ja, vom Sebastian, ist jetzt ein bisschen ein ganz anderes Thema, aber was hältst du von Wasserstofftechnologie-Investments? Das geht jetzt ins Langfristige rein, ins langfristige Investment. Wie behandle ich überhaupt langfristige Investments? Wie handle ich da? Da werde ich noch gesondert noch ein Investment-Video rausbringen, beziehungsweise was ich mit, ja, wo ich noch investiert bin, was ich so mache. Und da kannst du dir das Thema anschauen. Aber ganz schnell gesagt, Wasserstofftechnologie, sehr, sehr interessant. Wobei man noch was anderes beachten muss, ist, wie die Elektromobilität bzw. Elektroindustrie. Da sind wir gerade in einem Zwiespalt drin. Da müssen wir einfach mal schauen. Ja, das Wichtigste. Wer hat das Geld und wer investiert in was? Beziehungsweise auch mal gucken, ob das staatlich irgendwo gefördert werden wird. Und da kann man dann immer mit der Investitionsfrage beziehungsweise mit dem Investment, was man tätigen will, ja, sich da ein Bild zu bilden und da dann ja, zu investieren. Aber da kommt noch ein gesondertes Video dazu. Ja, das waren eigentlich die besten Fragen, die wichtigsten Fragen, die wo jetzt hier die, wo ich öfters gekriegt habe. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!